Horoskop für den 11. Dezember 2023. Für alle Tierkreiszeichen. Viel Spaß beim Anschauen. Horoskop für heute für Widder. Das Schicksal bietet dem Widder heute eine große Chance, Beziehungen zu knüpfen. Zeigen Sie Zurückhaltung, Gelassenheit und Geduld. Ziehen Sie keine voreiligen Schlüsse, Sie könnten die Situation missverstehen. Seien Sie klüger, dann werden die Menschen auf Sie zugehen. Am Abend sollten Sie auf fettes Essen und Alkohol verzichten, da Sie sonst Magenprobleme bekommen könnten. Widdermann. Ihre Fantasie und Ihre Ideen können eine Menge Probleme in Ihr Leben bringen, mit denen Sie nicht fertig werden können. Es liegt in der Hand des Widders, die Situation zu seinen Gunsten zu wenden. Allerdings ist es notwendig, sich dafür anzustrengen. Beobachten Sie die Entwicklung der Situation und ergreifen Sie, wenn nötig, die Initiative. In der zweiten Tageshälfte haben Sie alle Chancen, enorme Erfolge zu erzielen. Widderfrau. Die Gesundheit des Widders ist aufgrund Ihres Lebensstils gefährdet. Versuchen Sie, sich richtig zu ernähren, nehmen Sie eine Vitaminkur und verzichten Sie auf alkoholische Getränke. Sie müssen einfach auf Ihren Körper achten. Vom physischen Zustand hängt auch der psychische ab, Sie werden zu schnell müde, haben schlechte Laune und wenig Lust, etwas zu tun. Vermeiden Sie Stress. Horoskop für heute für Stier. Sterne warnen Stier, Nervenzusammenbrüche sind möglich, die zu einer starken Verschlechterung der Gesundheit führen wird. Sie könnten sich gereizt und verärgert fühlen. Versuchen Sie, Konfliktsituationen zu vermeiden, minimieren Sie die Kommunikation mit anderen, verbringen Sie diesen Tag lieber allein mit sich selbst. Familie und Freunde brauchen Ihre Aufmerksamkeit, aber heute ist nicht der beste Tag für den Kontakt mit Ihnen. Stier männlich. Heute werden Stiermänner komplexe Arbeiten und schwierige Langzeitaufgaben zu erfüllen haben. Eine schwierige Zeit in der beruflichen Tätigkeit erwartet Sie. Sie könnten auf Täuschung und Verrat stoßen. Vergessen Sie nur nicht Ihre Ziele, stellen Sie persönliche Beziehungen zurück und widmen Sie sich der Arbeit. Lassen Sie sich von niemandem aus der Ruhe bringen, dann werden Sie alle Hindernisse auf dem Weg dorthin überwinden. Stierfrau. Vor dem Hintergrund emotionaler und körperlicher Erschöpfung sowie aufgestauter Probleme ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie von der Ihnen am nächsten stehenden Person enttäuscht werden, von sich selbst. Sie sollten keinen Alkohol konsumieren, jetzt ist Ihre Schwäche dafür besonders groß. Der beste Neustart für Taurus ist Ruhe. Erlauben Sie sich, Kraft zu schöpfen, stellen Sie Ihre Gedanken ins Regal und machen Sie, nachdem Sie aufgehört haben, sich selbst zu bemitleiden, die ersten Schritte zu einem besseren Leben. Horoskop für heute für Zwillinge. Es gibt eine Zeit, wenn Zwillinge besonders brauchen Zurückhaltung. Zeigen Sie nicht Eifer, unter Hinweis auf die Mängel der Kollegen. Der Effekt wird negativ sein. In diesem Zeitraum, auch versuchen, nicht zu großen Unternehmen zu besuchen, ist es jetzt umsonst. Verbringen Sie den Abend im Kreise von engen Freunden oder der Familie. Zwillinge-Mann. Zwillinge-Männer sollten heute nicht die Maske der besonderen Wichtigkeit und des Großmachtsgefühls aufsetzen. Kollegen und Vorgesetzte werden sich davon abgestoßen fühlen, und eine mögliche Lieferung von Berichten oder Arbeit wird in Gefahr sein. Seien Sie ein Diplomat, kalkulieren Sie jeden Schritt. Ihr bester Assistent ist heute nur Sie selbst. In häuslichen Angelegenheiten werden Sie von Ihrer anderen Hälfte unterstützt und geben ihr das nötige Gefühl der Unterstützung. Zwillinge-Frau. Zwillinge, haben Sie keine Angst, mit Ihrem Aussehen zu experimentieren. Gehen Sie zum Friseur und ändern Sie Ihre Frisur, werfen Sie einen alten Anzug weg und kaufen Sie etwas Neues, dieser Tag ist gekommen. Vergessen Sie nicht, nicht nur Ihre Augen, sondern auch Ihren Körper zu verwöhnen, ein Ausflug in ein Spa, eine Massage oder zur Kosmetikerin wird das Programm perfekt ergänzen. Vielleicht wird Ihr neues Image die Aufmerksamkeit des anderen Geschlechts auf sich ziehen. Horoskop für heute für Krebs. Sie sind heute häufigen Stimmungsschwankungen unterworfen, aber natürlicher Pragmatismus wird helfen. Hohe Ergebnisorientierung und Verantwortung können die Libido des Krebses zügeln. Um keine Schulden anzuhäufen und sich nicht mit noch mehr Problemen zu umgeben, sollten Sie die Dinge etwas langsamer angehen lassen und die Situation analysieren, denn es steht eine schwierige Zeit bevor, in der ein kühler Verstand, zurückhaltende Emotionen und Selbstkontrolle sehr hilfreich sein werden. Seien Sie mutig, gehen Sie in die Welt hinaus, stellen Sie sich ins Rampenlicht und werden Sie zum Anziehungspunkt. Heute können Sie ohne Angst kühne Projekte in Angriff nehmen, Sie versprechen ein gutes Einkommen in der Zukunft. Krebsmann.
Dem Krebs steht eine schwierige Zeit bevor, in der ein kühler Geist, zurückhaltende Emotionen und Selbstbeherrschung sehr hilfreich sein werden. Gehen Sie mutiger aus sich heraus, erlauben Sie es sich, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen und das Zentrum der Anziehung zu sein. Heute können Sie ohne Angst kühne Projekte in Angriff nehmen, Sie versprechen in Zukunft ein gutes Einkommen. Krebsfrau. Es ist Zeit für Veränderungen im Krebs. Ein großartiger Moment für die Karriere und die Vermehrung der finanziellen Mittel. Planen Sie mutig wichtige Treffen und machen Sie Geschäfte. Vergessen Sie aber nicht, dass es hinter Ihnen genügend Missgönner gibt. Vertrauen Sie Ihren Kollegen nicht und widmen Sie sie Ihren strategischen Plänen, das kann bei Ihnen Neid auslösen und in der Folge Schaden anrichten. Horoskop für heute für den Löwen. Heute sind Löwen der Maßstab für Charme. Ihre Umgebung wird dies aufgreifen. Partner sind keine Ausnahme und Ihre Anwesenheit bei den Verhandlungen ist definitiv notwendig. Verbringen Sie die Mitte des Tages und den Abend mit Ihren Kindern, sie sind sehr gelangweilt. Erwarten Sie am Abend Gäste, dieser Besuch wird Freude und angenehme Gespräche ohne Masken bringen. Eine Bitte, überschätzen Sie diesen Tag nicht. Löwe Mann. Der Weg nach oben ist schwierig und dornig, aber uns werden Prüfungen gegeben, die wir bestehen können. Lassen Sie sich von einem Rückschlag nicht aus dem Konzept bringen, auch wenn es sich um eine mögliche Entlassung handelt. Auch in diesem Fall werden die Löwen auf Menschen treffen, die zu verlässlichen Partnern werden können, auch wenn ihre Ideen anfangs zweifelhaft erscheinen. Ziehen Sie keine voreiligen Schlüsse. Löwefrau. Wenn die Löwen noch auf der Suche nach sich selbst sind, ist heute die Zeit, ihre Bestimmung zu finden. Das Glück geht heute mit Ihnen Hand in Hand. Nutzen Sie dies aus. Engagieren Sie sich in der Selbstentwicklung, finden Sie eine Gelegenheit, neue Kenntnisse zu erwerben, sie werden in der Zukunft sehr nützlich sein. Machen Sie neue Bekanntschaften, sie können der Grund für die Verbesserung Ihrer finanziellen Situation werden. Jungfrau-Horoskop für heute. Heute ist die Intuition der Jungfrau besonders stark, aber selbst wenn man sich darauf verlässt, sollte man wichtige Entscheidungen nicht kurzfristig treffen. Überlegen Sie sie sorgfältig. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit einer Verschlechterung der Beziehungen im Familienkreis. In Gesprächen mit nahen und nicht so nahen Kommunikationskreisen sollte man die Taktik der Diplomatie wählen. Sie brauchen keine unnötigen Neider und Missgönner. Jungfrau Mann. Jungfrau Männer werden beruflich einen schwierigen Tag haben. Die Beförderung und Anerkennung von Kollegen wird viel Mühe und Willen erfordern. Die Fertigstellung des Eingeweihten wird nicht von selbst gehen. Und der Erfolg wird einen erheblichen Energieaufwand erfordern. Aber geben Sie nicht auf, denn der Weg wird denjenigen kennen, der ihm geht. Wenn Sie Ihre Handlungen gesammelt und geplant haben, werden Sie alles überwinden. Jungfrau Frau. Heute wird die Jungfrau bei allen Unternehmungen und der Suche nach neuen Dingen erfolgreich sein. Jemand, der auf der Suche ist, einen unbekannten Weg geht, neugierig und entdeckungsfreudig ist, wird Hilfe von oben und Energie für seine Arbeit spüren. Teilen Sie Ihrem Vorgesetzten Ihre Vision von der Entwicklung des Unternehmens mit, erzählen Sie ihm von neuen Möglichkeiten, Waren oder Dienstleistungen zu verkaufen, experimentieren Sie in der Wissenschaft. Sie werden nicht ungehört bleiben, und die Partner werden Ihr Potenzial erkennen. Horoskop für heute für die Waage. Für die Waage ist es an der Zeit, sich mit Gleichgesinnten zu treffen und einen Tag in der Natur zu verbringen. Sport, aktive oder entspannende Ferien, es spielt keine Rolle. Persönliche Aufmerksamkeit könnte jedoch der Aufruhr in der Verwandtschaft erfordern. Darauf nicht zu achten, lohnt sich auch nicht, aber die Entscheidung liegt bei Ihnen. Die Wahrscheinlichkeit von unvorhergesehenen Ausgaben ist hoch. Waagemann. Waage, erwarten Sie ein unerwartetes Angebot, das Ihnen neue Verbindungen, Möglichkeiten und Einkommen eröffnet. Scheuen Sie sich nicht, Ihr Ziel zu verfolgen, ungeachtet der Probleme und Schwierigkeiten, auf die Sie auf dem Weg dorthin stoßen. Bei der Entwicklung von Karriere und Einkommen sollten Sie jedoch Ihre Familie nicht aus den Augen verlieren. Jetzt ist es notwendig, sich um Ihre Lieben zu kümmern, sonst könnte Ihr Wohlbefinden gefährdet sein. Waage Frau. Als Hüterin des Hauses sind Sie jetzt besonders wichtig für den Haushalt. Kochen Sie, was die ganze Familie liebt. Beseitigen Sie jede Unordnung, schenken Sie den Kindern ein wenig mehr Zeit. Auch kleine Geschenke von der Waage werden mit Dankbarkeit angenommen. Es sind diese Momente häuslicher Gemütlichkeit, die in Erinnerung bleiben. Lassen Sie sie so warm wie möglich sein. Horoskop für heute für Skorpion.
Lassen Sie sich nicht von Nervosität und Problemen unterkriegen. Skorpione müssen sich sammeln und Gelassenheit und Gleichmut zeigen, denn Ihr Einfluss auf Partner und Freunde ist jetzt besonders stark und die Analyse der Umgebung und die Planung von Aktionen ist Ihre Stärke. Zu gegebener Zeit werden sich Pläne und Ziele mit Sicherheit verwirklichen lassen, man muss nur das Gleichgewicht und die Nüchternheit im Denken bewahren. Skorpionmann. Ihre Fähigkeiten als Diplomat sind heute wichtig. Neue Angebote, die Skorpionengewinn versprechen, werden wahrscheinlich auftauchen, aber Sie müssen bei Verhandlungen vorsichtig sein und mit Menschen, die Sie nicht gut kennen und denen Sie nicht vertrauen, vorsichtig sein. Zeigen Sie Gelassenheit, Gefühlsduselei bringt keine Vorteile, sondern eher Probleme und Rufschädigung. Skorpionfrau. Skorpione werden einen sehr fruchtbaren und aktiven Tag haben. Alles, was Sie für heute planen, wird erfolgreich abgeschlossen werden. Sie werden in der Lage sein, Ergebnisse zu erzielen, von denen Sie nie geträumt haben. Das Glück begleitet Sie heute in allem. Es kann zu plötzlichen Veränderungen in Ihrem Leben kommen, aber seien Sie nicht ängstlich, sie werden Ihnen nur nützen. Die Hauptsache ist, dass Sie sich in allen Angelegenheiten und Unternehmungen ausschließlich von der Vernunft leiten lassen. Horoskop für heute für Schütze. Der Start in den Tag verspricht Schwierigkeiten für Schützen und Arbeit, die Liebe zum Detail erfordert, wird mit Schwierigkeiten vorankommen, da Ablenkungen oft flackern werden. Achten Sie auf Ihre Finanzen und behalten Sie Ihr Portemonnaie im Auge. Ein Treffen, das einen großen Einfluss auf Ihr Leben haben wird, ist sehr gut möglich. Achten Sie auf Ihren Körper und gehen Sie in ein Gesundheitszentrum, wenn nicht in Behandlung, dann ist eine Beratung hilfreich. Schütze männlich. Schütze Männer könnten in naher Zukunft gesundheitliche Probleme bekommen. Ihre Gesundheit ist geschwächt, es besteht die Wahrscheinlichkeit einer Verschlimmerung von chronischen Krankheiten. Jetzt ist es äußerst wichtig, sich an die Empfehlungen der Ärzte zu halten, sonst können Sie die Situation verschlimmern. Versuchen Sie, mehr freie Zeit für sich zu organisieren, vielleicht ist es sinnvoll, in den Urlaub zu fahren oder sich krankschreiben zu lassen. Schütze Frau. Heute werden Schützinnen und Schützen alles schaffen, was sie sich vorgenommen haben. Versuchen Sie nur, nicht die Hilfe anderer in Anspruch zu nehmen, sondern Dinge zu erledigen, die Sie auch alleine schaffen können. Die Menschen um Sie herum könnten Ihnen heute aus Neid oder Unachtsamkeit schaden. Verlassen Sie sich nur auf sich selbst, damit Sie großartige Ergebnisse erzielen können, das Glück ist auf Ihrer Seite. Steinbock-Horoskop für heute. Jetzt haben Steinböcke keine Zeit für globale Lebensveränderungen, vor allem vertreiben Gedanken über die Suche nach einem neuen Job oder Scheidung. Kardinale Entscheidungen sollten mit frischem und nüchternem Verstand getroffen werden, und dafür brauchen Sie Ruhe im Kopf. Lenken Sie sich für eine Weile von Problemen ab, das wird Sie zu den richtigen Schlussfolgerungen führen. Erwarten Sie auch materielle Vorteile. Steinbock männlich. Steinböcke werden in der ersten Hälfte des Tages wahrscheinlich mit Schwierigkeiten konfrontiert. Das Management schätzt Ihre Arbeit nicht, Kollegen spinnen Intrigen. Es besteht die Möglichkeit, eine wichtige Sache zu verlieren. Sie müssen ein wenig Geduld haben, die Situation wird sich am Abend bessern. Sie warten auf gute Nachrichten, die Sie sehr erfreuen werden. Sie werden sich entspannen können und sich in angenehmer Gesellschaft amüsieren. Steinbockfrau. Steinböcke sind heute schön und bezaubernd. Alle Ihre Bemühungen werden zum gewünschten Ergebnis führen. Die Männer können heute ihre Augen nicht von Ihnen lassen, versuchen Sie, dies auszunutzen, besonders bei beruflichen Aktivitäten. Der Tag wird auch sehr günstig für die Stärkung der persönlichen Beziehungen oder wird der Beginn neuer romantischer Abenteuer sein. Horoskop für heute für Wassermänner. Achten Sie auf Ihre Gesundheit und es wird Aquarians sagen, danke. Vielleicht lohnt es sich, die körperliche Belastung zu ändern und das Tempo etwas zu verlangsamen. Ruhige Ruhe mit einem Buch oder einer Zeitschrift, Kommunikation mit Verwandten, Mäßigung im Sport wird sicherlich Ihre Energie wieder aufzufüllen und geben Kraft für neue Siege. Wassermann männlich. Heute sind Wassermänner entschlossen, die anstehenden Aufgaben schnell und qualitativ hochwertig zu lösen. Sie sind aktiv und impulsiv, deshalb sollten Sie keine Routineaufgaben übernehmen, die Fleiß und Geduld erfordern. Der Einsatz von Informationstechnologie wird zur effektiven Verteilung der eigenen Kräfte beitragen. Der Tag ist auch gut für neue Bekanntschaften, vielleicht führen Sie sogar zu romantischen Beziehungen. Wassermannfrau. Der heutige Tag verspricht für Wassermänner aktiv und voller Abenteuer zu sein.
Sie werden wichtige Entscheidungen treffen, die Veränderungen in Ihrem Leben bringen können. Es besteht die Chance, ein Angebot für eine neue Stelle zu bekommen oder Ihr Liebster wird einen Schritt machen, um eine Familie zu gründen. Versuchen Sie, nicht zu Hause zu sitzen, und dann wird der Tag Ihnen eine Menge positiver Emotionen und Eindrücke bringen. Horoskop für heute für Fische. Kreative Fische werden die Möglichkeit haben, neue interessante Kontakte zu knüpfen. Und die Chance, seine innere Welt zu öffnen und gehört zu werden, ist viel wert. Dies wird einer breiteren Wahrnehmung spiritueller Werte neuen Auftrieb geben. Vergeuden Sie den Tag nicht mit Spannungen und Zweifeln. Überwinde und überwältige sie. Fische männlich. Heute müssen die Fische mit all den Dingen fertig werden, die sich angesammelt haben. Zögern Sie nicht. Sonst gibt es morgen noch mehr ungelöste Aufgaben und es wird sehr schwer für Sie sein, alles zu bewältigen. Bei der Arbeit warten neue Siege und Erfolge auf dich, die zu deinem beruflichen Fortkommen beitragen können. Die Hauptsache, seien Sie nicht faul, und Sie werden die gewünschten Ergebnisse erzielen. Fische Frau. Fische, verlassen Sie sich auf Ihre Intuition und die Zeichen des Schicksals. Trotz der vielen Fälle und Sorgen, versuchen Sie, die Aufmerksamkeit auf Liebe und nahe Menschen zu zahlen. Kümmern Sie sich um Ihre Familie, verbringen Sie Zeit mit ihnen. Dann werden sich die Verwandten nicht verlassen fühlen, und das wird die familiären Beziehungen deutlich stärken. Verbringen Sie mehr Zeit an der frischen Luft für aktive Spiele.